Ein melodisches Erbe, Erinnerung an Udo Jürgens. Udo Jürgens, ein Name, der für zeitlose Musik steht, fesselt noch heute die Herzen. Seine Melodien haben die unglaubliche Fähigkeit, uns in geliebte Momente zurückzuversetzen. Jürgens Musik überdauerte Generationen und hinterließ unauslöschliche Spuren in der Welt. Seine Lieder sind ein Beweis für sein fortwährendes Erbe. Jürgens Einfluss auf die Musikwelt ist unermesslich. Seine Lieder berührten die Tiefen der menschlichen Emotionen. Von tiefgründigen Balladen bis hin zu beschwingten Melodien kannte sein Repertoire keine Grenzen. Noch heute findet seine Musik weltweit Anklang. Verborgene Schätze enthüllt – die Essenz von Schattenlieder. Dieses einzigartige Konzert bringt die verborgenen Schätze von Udo Jürgens ans Licht. Schattenlieder ist ein Tributkonzert der besonderen Art. Es ist nicht nur eine Hommage, sondern eine tiefgehende Reise durch die weniger bekannten Werke des Künstlers. Es konzentriert sich auf die weniger bekannten verborgenen Juwelen aus Jürgens umfangreichem Repertoire. Diese Lieder, oft im Schatten seiner großen Hits, verdienen es, gehört und geschätzt zu werden. Diese Schattenlieder eröffnen eine neue Perspektive auf sein künstlerisches Schaffen. Sie zeigen eine andere Seite von Jürgens, eine Seite, die tiefgründig und emotional ist. Sie zeigen die Tiefe und Bandbreite seines musikalischen Genies. Jedes Stück ist ein Beweis für seine Vielseitigkeit und sein Talent, Emotionen durch Musik zu vermitteln. Das Konzert möchte diese vergessenen Schätze wieder zum Leuchten bringen. Es ist eine Feier der Musik, die im Schatten geblieben ist, aber dennoch von unschätzbarem Wert ist. Es ist eine Gelegenheit, die Magie von Jürgens Musik neu zu entdecken. Für viele ist es eine Reise in die Vergangenheit, für andere eine neue Entdeckung. Schattenlieder lädt uns ein, tiefer in die Seele des Künstlers einzutauchen. Es ist eine Einladung, die verborgenen Geschichten und Emotionen hinter jedem Lied zu erforschen. Wir gewinnen eine neue Wertschätzung für sein kreatives Können. Durch diese Lieder erkennen wir die wahre Tiefe und das Herz von Jürgens musikalischem Erbe. Eine musikalische Reise. René Di Rienzos. Hommage an Udo. Diese Hommage ist nicht nur ein Konzert, sondern eine emotionale Reise durch die Zeit und die Musik von Udo Jürgens. René Di Rienzo, ein begnadeter Musiker, steht im Mittelpunkt dieser herzlich empfundenen Hommage. Mit jedem Tastenanschlag bringt er die Magie von Jürgens Musik zurück auf die Bühne. Di Rienzos Leidenschaft für Jürgens Musik ist in jeder Note spürbar, die er spielt. Seine Hingabe und sein tiefes Verständnis für die Werke von Jürgens machen jede Aufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Seine Verbindung zur Musik ist tiefgründig, gespeist von Bewunderung und Respekt. Diese emotionale Tiefe spiegelt sich in seiner Darbietung wider und berührt die Herzen des Publikums. Di Rienzos Interpretationen von Jürgens Liedern sind vertraut und doch neu. Er bringt seine eigene Note ein, während er die Essenz der Originale bewahrt. Er haucht den vergessenen Melodien neues Leben ein. Durch seine innovative Herangehensweise werden die alten Klassiker wieder lebendig und relevant. Sein Auftritt ist ein Beweis für die ungebrochene Kraft von Jürgens Musik. Die Emotionen, die er durch seine Musik vermittelt, sind zeitlos und universell. Es ist eine Reise in das Herz und die Seele einer Musikikone. Di Rienzo nimmt das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise durch die musikalische Landschaft von Udo Jürgens und lässt sie die Magie und den Zauber seiner Musik neu erleben. Biedenkopf lockt. Eine Heimkehr der musikalischen Herzen. Biedenkopf, eine charmante Stadt in Deutschland, bildet die Kulisse für dieses besondere Ereignis. Der Ort hat eine besondere Bedeutung, da er der Geburtsort von Di Rienzo ist. Das Konzert wird zu einer Art Heimkehr, gefüllt mit Emotionen und Nostalgie. Biedenkopf bietet den perfekten Rahmen für diese musikalische Hommage. Die intime Atmosphäre der Stadt verstärkt die emotionale Resonanz des Konzerts. Es ist ein Ort, an dem Musikliebhaber zusammenkommen können, um das Erbe von Udo Jürgens zu feiern. Schulzeit und Melodien – der nachhaltige Einfluss der Lahntalschule. Diese Schule hat Generationen von Schülern geprägt und ihre Liebe zur Musik gefördert. Das Konzert findet in der Lahntalschule statt und fügt damit eine weitere Ebene der Nostalgie hinzu. Die Atmosphäre ist erfüllt von Erinnerungen an vergangene Aufführungen und die Freude, wieder zusammenzukommen. Dies ist die Schule, die sowohl Di Rienzo als auch Jürgens in ihren prägenden Jahren besucht haben. Hier haben sie nicht nur ihre akademischen Grundlagen gelegt, sondern auch ihre ersten musikalischen Schritte unternommen. Die Flure der Lahntalschule hallen wieder von Erinnerungen und Melodien.
Jeder Winkel erzählt Geschichten von Schülern, die hier ihre Träume verfolgten und ihre Talente entdeckten. Die Schule spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung ihrer musikalischen Laufbahnen. In den Musikräumen und auf der Bühne der Schule fanden sie ihre Leidenschaft und entwickelten ihre Fähigkeiten. Das Konzert wird zu einer ergreifenden Erinnerung an ihre gemeinsame Geschichte. Die Darbietungen sind nicht nur musikalisch beeindruckend, sondern auch emotional tief berührend. Es ist ein Beweis für die ungebrochene Kraft von Musik und Freundschaft. Die Verbindungen, die hier geknüpft wurden, haben die Zeit überdauert und sind stärker denn je. Die Rückkehr zu ihren Wurzeln verleiht der Aufführung eine zutiefst persönliche Note. Es ist ein Moment des Innehaltens und der Reflexion, der zeigt, wie weit sie gekommen sind und wie wichtig ihre Anfänge waren. Echos der Emotionen, Nostalgie und die Kraft der Musik. Schattenlieder ist mehr als nur ein Konzert. Es ist ein emotionales Erlebnis. Die vertrauten Melodien rufen ein Gefühl der Nostalgie hervor. Sie versetzen das Publikum zurück in seine eigenen liebgewonnenen Erinnerungen. Die Kraft der Musik, Gefühle zu wecken, wird hier deutlich sichtbar. Die Rienzos gefühlvolle Darbietung fügt eine weitere Ebene der Emotion hinzu. Seine Leidenschaft für die Musik ist ansteckend und überträgt sich auf das Publikum. Das Konzert wird zu einem gemeinsamen Erlebnis von Liebe, Verlust und Erinnerung. Udo neu entdecken. Die Schönheit von Schattenlieder. Die Schönheit von Schattenlieder liegt in seiner Fähigkeit, dem Publikum eine andere Seite von Udo Jürgens näher zu bringen. Diese weniger bekannten Lieder enthüllen neue Facetten seines Könnens. Sie zeigen seine Vielseitigkeit und Tiefe als Songschreiber. Das Konzert ist eine Erinnerung daran, dass selbst die berühmtesten Künstler verborgene Tiefen haben. Schattenlieder ermutigt uns, hinter das Vertraute zu schauen und die verborgenen Schätze zu entdecken, die unter der Oberfläche liegen. Eine Nacht der Erinnerung. Die Magie von Schattenlieder. Schattenlieder ist ein Abend voller Musik, Erinnerungen und Emotionen. Es ist eine Feier von Udo Jürgens bleibendem Vermächtnis. Das Konzert schafft eine magische Atmosphäre, die noch lange nach dem letzten Ton nachklingt. Die Kombination aus Di Rienzos Talent, der intimen Umgebung und der Kraft von Jürgens Musik schafft ein unvergessliches Erlebnis. Schattenlieder ist ein Beweis für die Kraft der Musik, uns über Zeit und Generationen hinweg zu verbinden. Die beständige Kraft der Musik Udos Vermächtnis lebt weiter. Udo Jürgens mag von uns gegangen sein, aber seine Musik inspiriert und erhebt uns weiterhin. Schattenlieder ist ein Beweis für sein bleibendes Erbe. Es stellt sicher, dass seine Musik auch von zukünftigen Generationen entdeckt und genossen werden wird. Das Konzert erinnert uns daran, dass Musik die Kraft hat, die Zeit zu überdauern. Sie verbindet uns mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Jürgens Musik wird noch viele Jahre lang die Herzen berühren und die Seelen inspirieren. Inspiration für eine neue Generation, die Fackel weitertragen. Schattenlieder dient auch angehenden Musikern als Inspiration. Di Rienzos Leidenschaft und Hingabe sind ein Beispiel, dem es zu folgen gilt. Es zeigt die Kraft, das Erbe großer Künstler weiterzuführen. Indem das Konzert Jürgens weniger bekannte Werke beleuchtet, ermutigt es eine neue Generation, seine Musik zu entdecken. Es stellt sicher, dass sein Erbe durch das Werk von Künstlern wie Di Rienzo weiterlebt. Bis wir uns wiedersehen. Ein liebevoller Abschied von Udos Musik. Wenn die letzten Töne von Schattenlieder verklingen, bleibt beim Publikum ein Gefühl der Dankbarkeit zurück. Dankbarkeit für die Musik, die Erinnerungen und das Erbe von Udo Jürgens. Das Konzert ist eine würdige Hommage an eine Musikikone. Schattenlieder ist eine Erinnerung daran, dass Musik die Kraft hat zu heilen, zu inspirieren und uns zu vereinen. Es ist eine Feier von Udo Jürgens Leben und Werk. Und es ist ein Versprechen, seine Musik in unseren Herzen weiterleben zu lassen.